Die Hauptstadtjournalisten trieb nur eines um, die K-Frage. Deren Beantwortung entzog sich der Landesvater, nannte die Diskussion dämlich und eine Förderung der Politikverdrossenheit. Beim politischen Montag auf der Landshuter Duld ging es vielmehr um die Unterstützung des Landshuter CSU-Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten. Herr Seehofer, die Kommunalwahl in Landshut, wie wichtig ist die, dass die CSU gewinnt? Das ist sehr wichtig, denn eine erfolgreiche Partei braucht in der Kommunalpolitik, das ist ja die Basis, eine starke Verankerung. Und deshalb bin ich ja heute da, um meinen Freund Helmut Radlmaier zu unterstützen. Für den Landtagsabgeordneten natürlich eine Ehre. Aufgrund der kurzen Wege zum Chef ließ dieser sich aber wohl nicht lange bitten. Ja, ich erwarte mir erst einmal wieder klare Aussagen. Unser Ministerpräsident bekannt für klare Aussagen. Er ist die Stimme der Vernunft. Die CSU positioniert sich. Die CSU zeigt auch gegenüber der Bundesregierung, sage ich mal, klare Fakten auf. Und ich bin gespannt heute. Er war ja im Urlaub und glaube ich, heute ist sein erster offizieller Termin, was er aus der Sommerpause mitnimmt an Gedanken, an Ideen. Darauf freuten sich auch die Besucher. Das Festzelt war gerappelt voll. Mich würde gerne interessieren, was der Herr Seehofer jetzt in Sachen Merkel zum Sagen hat und wie es überhaupt weitergeht so in Bayern. Ich möchte genau wissen, wie ist die Lage, die aktuelle Lage. Ich bin zuerst einmal gespannt, was mit dem Herrn Radlmaier wird. Das ist von meinem Sohn ein guter Freund. Und vom auf dem Horst Seehofer natürlich, was er zu Angela Merkel sagt und wie es so weitergeht. Ja, hoffentlich eine interessante Rede und dass er gut Werbung macht für den Helmut Radlmaier. Dieser Wunsch wurde Ihnen erfüllt. Der Helmut Radlmaier ist ein Politiker nach dem Stil, wie ich ihn schätze. Ich fahre nicht durchs Land Bayern und predige für jeden Bürgermeister, für jeden Landrat, nur weil ich Ministerpräsident und Parteivorsitzender bin. Das suche ich mir schon aus. Ich möchte auch anschließend nach einer Wahl keinen Anlass haben, rot zu werden. Also Gesichtsfarbe meine ich. Und ich habe den Helmut Radlmaier in seiner Biografie verfolgt. Er ist ja lange in der Kommunalpolitik tätig. Ich verfolge ihn jeden Dienstag, jeden Mittwochnachmittag in der Landtagsfraktion. Und das ist einer von dem Guss, aus dem Guss, den ich schätze als Politiker. Gratulationen gab es auch für Oberbürgermeister Hans Rampf und Alt-OB Josef Daimer, die ebenfalls hinter ihrem Parteikollegen stehen. Er ist auf alle Fälle ein anständiger Mensch und er wird immer menschenfreundlich sein. Und das ist schon mal ganz wichtig für den Bürger. Er ist einer, der Erfahrung mitbringt, der in seiner Arbeit im Bayerischen Landtag gezeigt hat, dass er für seine Heimat unglaublich schuftet und weil er gute Ideen hat. Neben der Kanzlerfrage ging es natürlich auch um das Thema Flüchtlinge. Horst Seehofer blieb bei seiner Forderung nach einer Obergrenze von 200.000. Eine Linie, die auch Helmut Radlmaier verfolgt. Was da in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten von Seiten der Bundesregierung geliefert wurde, kann es nicht sein. Wir müssen in unserem Land für Sicherheit sorgen. Wir können nicht nur nationalistisch denken, wir müssen also einen europäischen Gedanken haben. Alle Länder müssen da mithelfen. Und es kann nicht sein, dass Deutschland, insbesondere Bayern, diese großen Probleme alleine oder zum größten Teil schultert. Ich sage ganz klar, so wie die Politik der Kanzlerin momentan ist, ist es nicht unsere Politik der CSU. Am Rande der Veranstaltung gab es allerdings auch Protest gegen die Politik der Christsozialen. Gott mit dir! Investoren gut geschützt, demokratische Gesetze passgenau zurechtgestutzt, Völkerrecht wird festgenagelt auf den Steuerzahler dann. Wozu gehen wir noch wählen, wenn wir nichts zu sagen haben? Deutschland gehört nicht einer Frau Merkel, Deutschland gehört seinen Bürgern. Die meisten der Besucher waren aber mit der Rede des Ministerpräsidenten zufrieden. Alle Fragen beantwortet? Ja, vielleicht nicht alle Fragen, aber die wichtigsten, würde ich sagen. Ich finde hervorragend, also war das. Die Argumente waren sehr gut, also wirklich rundherum ein sehr schöner
politischer Abend. Interessant war eigentlich, sage ich mal, das ganze Umfeld, was interessant war, wo eigentlich die meiste Resonanz gekommen ist, wo der meiste Applaus war, und das war doch eindeutig die ganze Flüchtlingsthematik. Klare Worte, das, was die Leute auch mal hören wollen und was notwendig ist, so eine klare Sprache zu sprechen. Und da muss ich echt sagen, auch in meiner ganzen Umgebung ist das unheimlich gut angekommen. Ebenso zufrieden mit dem gelungenen Duldabschluss war die Landshuter Polizei. Gewohnt an solche Einsätze und sensibilisiert ging es durch den Abend. Die Duld war friedlich, heute war es auch friedlich. Wir haben ja doch fast das Zelt hier voll. Also auch mit diesem Einsatzverlauf wie den in der letzten Woche sind wir sehr zufrieden. Und ich glaube, so kann es auch weitergehen. Weiter geht es auch für Horst Seehofer mit dem politischen Tagesgeschäft und für Helmut Radlmayr mit dem Wahlkampf, ebenso wie auch für die anderen Kandidaten.